Hallo, Paraguay Live, ich grüße euch ganz herzlich aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema, wieder Unfall. Von mir, viele von euch fragen, bitte, wie geht's dir? Was hast du durchgemacht? Wie ist alles passiert und was es gekostet hat? So, und diese Fragen werde ich euch gerne in diesem Video beantworten. Okay, also bleibt dran. Also, zuerst, was ist passiert? Viele von euch haben es ja gefragt. Gut, wir haben Rottweiler, die ziemlich groß sind, da könnt ihr schon mal vorstellen. So, da ist ein Traktorfahrer, ist rausgegangen, die Hunde waren gespannt. Dann hat er das Motor angemacht, die Hunde haben er freigelassen und das war einfach im falschen Moment. Die sind rausgerannt wie die Raketen und ein kleines Hündchen, werde ich euch das Bild zeigen, hat mich voll am Knie erwischt. Pups, umgeknickt, der Pit fort. So ungefähr war das, um euch das zu schildern, was überhaupt passiert ist. Also, es kann jedem passieren. Es sind nur Bruchteile von Sekunden. Und dann, so ein kleiner Unfall kann euer Leben vielleicht auch gewissermaßen verändern. Frage, war das Knie gebrochen? Habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt. Ah, ich habe mich aufgerappelt. Es hat wehgetan, richtig wehgetan. Und ich konnte natürlich mit meinem Bein wenig anfangen. Also sprich, nicht drauf treten, hat es wehgetan. Also habe ich mir schon mal gedacht, es könnte ein Bruch sein, beziehungsweise ein Riss, wie auch immer. So, da bin ich 2 Tage, das hat am Wochenende passiert ist, bin ich 2 Tage, also im Prinzip bis Montag bin ich zu Hause geblieben und montags bin ich dann halt ins Krankenhaus gefahren, um mich da behandeln zu lassen. Ja, da haben die Röntgen rausgenommen, Röntgen gemacht und hat sich herausgestellt, klar, die Fotos zeige ich auch. Es ist ein Bruch. So, und da bin ich halt zum Doktor gegangen und er hat gesagt, es hilft nichts, nur eine Operation können wir dein Bein wieder halbwegs in Ordnung bringen. So, habe ich gesagt, ja, was sollen wir mal machen? Okay. Hoffentlich die richtige Entscheidung getroffen und haben gesagt, okay, gut, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann muss ich mich operieren lassen. Und da kam natürlich die Frage, wo machst du das? Wie gesagt, für diejenigen, die sagen, okay, greift die Versicherung? Nein, ich habe gar keine Versicherung, also keine Krankenversicherung. Viele von euch wollen fragen, bitte, was ist denn? Ja, von allen Geistern verlassen, wieso hast du denn keine Krankenversicherung? Ich habe immer gesagt, Leute, wenn ich nicht krank bin, dann mache ich auch keine Krankenversicherung. Ja? Ich, beziehungsweise auch die paraguayische Mentalität, ist so, wo man sagt, okay, ich zahle nicht für etwas, was ich nicht in Kauf nehme. Ja, beziehungsweise was ich nicht in Anspruch nehme. So, und ich bin bis heute auf jeden Fall auch der Meinung. Und bin ich weiter der Meinung. Okay, also was macht man in so einem Fall? Klar, man lässt sich Röntgen, Arzt besuchen und im Prinzip die weiteren Schritte besprechen. Spricht Operation, okay, ja. Wie habe ich das gemacht? In meinem Fall, weil ich ja keine Krankenversicherung habe, bleibt euch nur im Prinzip, euch, also mir,
Nur der Weg ins Krankenhaus und sich ein Angebot, also Kostenvoranschlag, machen bzw. vorbereiten zu lassen. So, damit man natürlich weiß, was diese Operation kostet und vor allem, was nötig ist und was muss man da überhaupt machen. So, wie man im Hintergrund hört, die Hähne wollen auch mitreden. Ja? Eierlegen, das hat wie gesagt, es ist etwas lauter. Ich hoffe, es stört euch ja nicht. Weiß ich nicht, wie dann bei euch ist, also bei mir ist so, wisst ihr, ich gucke so einen Menschen an, sprich mit dem und da sagst du, boah, also der ist laut. Die Chemie stimmt, also es funktioniert. Und so war es auch bei mir. Da habe ich ihm gesagt, so ungefähr, Junge, okay, gut, operieren, klasse, wie macht man das, okay, kein Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder öffentliches Krankenhaus oder eine private Klinik. Das waren die zwei Möglichkeiten. Öffentliches Krankenhaus, okay, mit Warteschlangen. Die Operation wäre kostenlos. Ja, man müsste nur, sagen wir mal, die Ersatzteile, also Titan, Bleche oder wie das heißt, Schrauben etc., also das Ganze drumherum, man müsste dazu bezahlen. Oder die zweite Version, natürlich eine Privatklinik, wo man alles bezahlen muss. So, da es um mein Knie ging, habe ich ja gesagt, okay Junge, so, ich kann es nicht warten, bin schon zu alt, Knie ist wichtig, also lass es doch mal die Privatklinik wählen. So, die Entscheidung getroffen, da stellt sich natürlich die Frage, welche Klinik? So, ich hatte natürlich mehrere Möglichkeiten, also ich persönlich, habe ich mich aber für eine entschieden, das heißt also für den behandelten Arzt. Der war jung, aber schien mir wirklich also Ahnung zu haben in dieser Materie. Und der hat noch einen Spezialisten beauftragt. Ja, um sich das anzuschauen, also richtig Spezialisten, Kinnspezialisten, also für Knöchelbrüche, der auch die Sportler behandelt, ja, Fußballspieler etc. Und ich habe, wie gesagt, von Anfang an ein gutes Gefühl, habe ich gesagt, der Junge macht das, also bereite das alles vor. Der hat mir ja den Preis genannt, ob ich damit einverstanden wäre und die könnten das direkt am Samstag durchziehen und wenn alles okay, verlaufen ist die Operation, könnte ich wieder am Sonntag aus der Klinik, also aus der Privatklinik, entlassen werden. So, wie geplant, so gemacht, das geht bei mir rucki-zucki, also wenn ich das gute Gefühl habe, lasse ich nicht unbedingt zu lange Zeit verstreichen, wofür auch, es geht nur um mein Knie, also das ist natürlich für mich wichtig, auch für jeden von euch wäre es natürlich von Bedeutung, ja. So, von daher, ich habe den Arzt also machen lassen, der hat alles top zu meinen vollsten Zufriedenheit, ja, alles organisiert, die ganzen Kosten zusammengetragen, Kostenvoranschlag gemacht, also komplette Betreuung, also ich war richtig begeistert. Junger Arzt, aber wirklich fachmännisch behandelt. Und ich habe gesagt, okay, lass uns doch mal durchziehen, weil was soll man da so lange jetzt mal warten, wofür? Ja, okay. Also, er hat die Semmel, ich werde euch da ein Foto machen, von, also nicht von der Klinik, sondern die Rezepte, damit ihr die Adresse auch habt. Die haben die Ärzte gewählt, weil wie gesagt, das funktioniert so, dass man im Prinzip die Saale mietet, ja, also Operationssaal und das macht ja der Arzt, also damit habe ich nichts zu tun, er hat alles komplett organisiert, ja, also diesen Hauptarzt, diesen Spezialisten, Anästhesisten etc., etc., also alle Spezialärzte, die daran beteiligt waren, es waren insgesamt 6 Stück, also schon eine ganze Menge und er hat gesagt, okay, die Operation wird ungefähr 2 bis 3 Stunden dauern, weil das Knie schon etwas, ja, also von 1 bis zu 6 in der Skala, hat er gesagt, so ungefähr 3
würde er sagen, was die Schwierigkeitsskala angeht. Also, noch nicht so schlimm, es könnte natürlich schlimmer kommen, deshalb, wie gesagt, ich sage, mach mal. So, also, lass uns nochmal durchziehen. Wie hat es funktioniert? Ganz einfach, ich habe mich hinfahren lassen, das war eine Klinik in Fernando de la Mora, also, ich sage mal, Großraum Asunción, also von uns ungefähr eine Stunde, gute Stunde Fahrt. So, da haben die mich am gleichen Tag, dann war am Samstag praktisch für die Operation vorbereitet. Natürlich nichts gegessen, ja, logischerweise nichts getrunken. Also das war die Voraussetzung, So. Und dann wurde ich operiert, also keine Vollnarkose, sondern praktisch hier hinten in den Rücken. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr da kein Facharzt, also im Prinzip, man wurde da von hier aus so ungefähr, ja, muss man aufstehen, in Anführungszeichen nicht gelähmt, aber man hat es nichts gespürt. Ja. Und da haben sie zusätzlich noch ins Knie, beziehungsweise in den Becken, wo mir ein Stück Knochen entnommen worden ist, um das Knie zu pflücken, so ist es doch da, entnommen. Und es hat auf jeden Fall funktioniert. Die Operation hat so ungefähr 2,5 Stunden gedauert. So. Ich habe mit dem Arzt nachher gesprochen. Der hat gesagt, okay, die Operation ist gut verlaufen. Dann kam er am nächsten Tag nochmal. Und die Betreuung, die war einfach perfekt. Ich hatte ein Zimmer, also Zimmer nur für mich mit dem Bad. Also war mehr als zufrieden, ja, also wirklich mit Fernseher, mit allem drum und dran. Okay, war es nicht so gelaunt, um Fernsehen anzugucken. Meine Frau ist ja mit mir geblieben, von daher hatte ich ja genug Betreuung. Das war für mich natürlich sehr, sehr wichtig, weil bis man, wenn du da alleine so rumhockst, rumliegst, irgendwo nach der Operation fühlt man sich sicherlich nicht so ganz wohl. Also, wir haben das zusammen durchgemacht. Vielen Dank an der Stelle auch an meine Frau. Und wie gesagt, am nächsten Tag, das war Sonntag, wurde ich wieder freigeschrieben sozusagen und bin nach Hause gekommen. So, das hatte der Arzt gesagt, okay, ungefähr einen Monat nicht gehen, also richtig den Fuß pflegen und nicht auftreten. Jetzt sind ungefähr 2 Wochen vergangen, also mir geht's gut. Danke, danke, danke für die Anfragen und macht euch keine Sorgen. Ja. Unkraut vergeht nicht nach dem Motto. So, ich fühle mich ja wohl, klar, weil ich so beweglich bin, behindert mich das natürlich in etwa. Aber nochmal zum Schluss. Okay, jetzt bin ich zu Hause. Was wichtig ist, sind noch die Kosten. Ja. Da fragen euch ja viele Menschen, was kostet so eine Operation? Und vor allem, wenn du natürlich keine Krankenversicherung gehabt hast, kann man sich das überhaupt ja leisten? Die Frage beantworte ich gleich, okay? Also bleib dran. So, nochmal zu den Kosten. Das ist jetzt das Wichtigste. Also, das war insgesamt, wie gesagt, eine private Klinik, das ist ja schon mal wichtig, eine Top-Betreuung. Ich bin Samstag hin, sonntags wieder zurück, also im Prinzip eine Nacht. Die Operation hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert und die Gesamtkosten beliefen sich ungefähr auf, jetzt aufs Euro umgerechnet, ungefähr auf 2.000 Euro, also 2.000 Euro. Okay, muss ich jetzt Medikamente schlucken und, aber gut, das kostet einige Euro mehr, aber nicht viel mehr. Also im Prinzip, die ganze Geschichte hat sich im Bereich von 2.000 Euro abgeschlossen. Ich bin mehr als zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt funktioniert alles top. Ich bin auf dem besten Wege. Okay, ich kann noch nicht so 100% gehen, aber fahren oder mich bewegen oder Kunden betreuen oder Kundengespräche führen, kann ich auf jeden Fall und tue ich auch mal dabei ab und zu. Also ich trete jetzt schon kürzere, logischerweise, wenn man kann, logischerweise nicht alles.
machen. Okay, das zu der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also macht ruhig Likes nach oben, falls ihr die erwarteten Informationen bekommen habt. Falls nicht, einfach unten in den Kommentaren schreiben, bitte. Ja? Habt ihr welche Fragen zu Operationen, zu Arztversorgung? Wie funktioniert das Ganze in Paraguay? Also das ganze Gesundheitswesen in Anführungszeichen, könnt ihr gerne unten die Frage stellen, beziehungsweise mich auch per WhatsApp anrufen. Ja? Nicht vergessen, Likes nach oben, wie das Video teilen auf jeden Fall. Sicherlich andere wollen ja auch mal wissen, wie die Gesundheits-Krankenhausversorgung in Paraguay funktioniert. Und da ich meine persönliche Erfahrung damit gemacht habe, das teile ich mit euch. Okay? Also, teilen das Video, Likes nach oben. Und wie gesagt, ich werde euch weitere nennenswerte, empfehlenswerte Videos, Links wie immer, von unserem Kanal empfehlen. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut und passt auf euch auf.